der war ja eine andere Meinung. Kals. Rummenigge und Fischer stehen. Rummenigge, Tor. Jawohl, wundervoll gemacht, wie aus dem Lehrbuch. Eine Lücke gesehen und schon ist der Ball im Tor. Das ist genau die fünfte Spielminute und da ist dieser wunderschöne Pass von Kals. Die Flanke. Und der Kopfball. Und Stielecke. Litbarski. Sehr schön. Keine Abseitsstellung. Oh, da hat der Fischer nicht aufgepasst. Hat er sich erst noch mal um die eigene Achse gedreht, konnte er gar nicht glauben. Magath. Litbarski. Rummenigge. Das 2:0. Eine Kombination, die sich sehen lassen kann. Da kommt sie mit Magath. Ganz geschickt gemachter Rückpass. Das Weiterleiten von Litbarski auf Rummenigge. Und das Tor. Den vierten Eckball von rechts. Litbarski. Und Tor von Fischer. Das ist maßgeschneidert und maßgerecht, wie Litbarski diese Bälle serviert. In der 33. Minute. Und das ist für Fischer sicher wieder mal ein großes Erfolgserlebnis. Dieses 3:0. Seine Tore in der Nationalmannschaft sind ja bekannt und sie fallen nach so schönen Flanken wie dieser von Litbarski und nach so platzierten Kopfbällen. Die Albaner kommen ja kaum dazu, Luft zu holen überhaupt. Fischer wieder. Dann Kals. Möglichkeit zum Tor. Da ist es. 4:0 Kals. Bilderbuchtor. Besser kann man Tore nicht vorbereiten und schöner kann man sie nicht schießen. Was macht, meine Damen und Herren? Dremmler. Und Rummenigge. Wundervoll. Das fünfte Tor und das dritte von Rummenigge. In der 44. Spielminute. Genau auf den Kopf gedreht. Und mit der Stirn erwischt und abgefälscht. 5:0. Und das die erste Parade von und Stielecke. Möglichkeit. Das hat er sehr schön erkannt und auch gemacht. Der Abschluss war gut, aber etwas unglücklich. Sie sehen es, wie genau er die Lücke erkennt. Wie er sieht, dass die Albaner auf ein Abspiel warten und wie er dann auch sehr präzise schießt. Der Ball nur um wenig. So, wir wollen sehen, wie sich das Sturmspiel auch ohne Rummenigge entfaltet. Das war erstmal ein Lattenschuss von Dremmler. Litbarski schießt und der Ball ist im Tor. Ja, ein bisschen Glück muss man auch haben in der 52. Minute. Den Mut aus dieser Entfernung einen angeschnittenen Ball aufs Tor zu bringen, dass er dann abgefälscht wird. Nun ja, das ist eben das Glück des Tüchtigen. Hier ist der Ball. Und Sie sehen, wie er ins Tor geht an den Macht. Der deutschen Mannschaft ist Manfred Kals mit der Nummer 2 nicht mehr im Spiel. Dafür die Nummer 15. Dremmler und Kopfball. Gleich zwei Spieler am Ball. Das war Karl-Heinz Förster und Milewski. Milewski. Matthäus und Breitner. Torchancen gleich dutzendweise. Aber ins Tor gegangen sind erst ein halb Dutzend Bälle. Briegel und Litbarski. Und Elfmeter.
Und Elfmeter, auch wenn Berisha, der Mannschaftskapitän, noch so sehr protestiert. Elfmeter in der 67. Minute herausgeholt, so muss man sagen, von Litbarski. Schauen Sie mal, er ist ja so, so schwer zu kontrollieren. Aber es scheint wirklich mit vollem Recht dieser Elfmeter gegeben von Schiedsrichter Gönestad. Er schießt Paul Breitner, der in Länderspielen mit seinen Elfmetern nicht immer Glück hatte. Paul Breitner, 67. Und 7-0. Ganz, ganz ruhig und gelassen. Und hier haben Sie wirklich einmal sehen können, wie Paul Breitner schaut, in welche Ecke der Torhüter reagiert. Hier können Sie es ganz deutlich sehen. Und wie er ganz langsam, fast verzögert anläuft, merkt, dass der Torhüter in diese Ecke geht, dann in die andere schießt. Das ist also die... Matthäus und Breitner. Fischer. Das 8-0 von Paul Breitner, maßgerecht serviert in der 72. Minute. Klaus Fischer, der sich hier bei Paul Breitner bedanken kann für diese Maßvorlage an allen Gegenspielern vorbei. Was soll... Auf Litbarski. Tja, wenn Sie mich fragen, da hätte man gut und gerne einen Elfmeter sehen können. Bjørnestad hatte schon einen gegeben. Da ist die Wiederholung. Und da sehen Sie, wie der Torhüter ihm voll in die Beine. Breitner, Fischer, Doppelpass. Und Litbarski. Sein Gesicht drückt mehr aus, als man überhaupt dazu sagen kann. Das Tor wollte er natürlich machen, dem der Ball praktisch wie ein Geschenk vor seine Füße gerückt. Kopfball Fischer und Milewski. Ja, war schwerer drüber zu schießen als rein. Ja, ein bisschen Pech der Milewski. Und stieliges Lachen der Dritter, Breitner. Fischer. Ja, ich dachte, er bekommt ihn noch über die Hände von Nuarasi hinweg. Er lief ja genau in den Ball hinein. Achtung, da ist die Situation, aber Nuarasi. Lechi. Und da hat Lechi die Schussposition und die Tormöglichkeit, die Eike Immel in seinem dritten Länderspiel erstklassig und reaktionsschnell verhindert. Wenn es gelungen ist, klatschen natürlich alle. Und jetzt ist die Möglichkeit für den Mann mit der Nummer 11 da und auch für den Schiedsrichter da, einen Elfmeter zu geben. Aber er verlegt den Tatort, glaube ich, auf den 16-Meter-Raum. Es ist Luzi, der da gefoult wurde. Wollen wir mal sehen, ob es wirklich vor, hinter oder... Na, es war doch drin. Es war schon. Hat sich reinfallen lassen. Und hoffentlich kein Revanche-Foul an Stielicke. Gleichzeitig der Abschluss eines Spiels, das wirklich alles in allem hervorragend zu gefallen wusste. Man muss Jupp Derwall sagen, dass seine Wiener Mischung hier durch die Dortmunder Zutaten kaum verwässert wurde. Es war ein Spiel, praktisch ein Reklamespiel für Düsseldorf am